Jesus ist durch das Kreuz ins Totenreich gegangen und am dritten Tag auferstanden. Okay. Und, Moment, Jesus Matthäus, wäre unser gestorben. Matthäus 28, also 7, Jesus wäre unser Sünder gestorben. Entschuldigung, einmal ganz kurz. Wie lange ist in der Höhle geblieben, Jesus? Matthäus, ein Prophet, Gott geht in die Höhle. Achi, hast du gehört, hier sagte, die Propheten alle sind in diesem Barzach, diese Station zwischen Endezeit und jene Zeit, unsere Leben und jene Zeit, das ist eine Station. Und dort sagte er, dass die Propheten warten für sie. Aber ich garantiere dir, Bruder, dass im Alten Testament keiner Prophet wartet oder hat gewusst von Jesus, dass er kommt, um ihrem Sünde zu sterben. Das ist erfunden von Paulus, nicht von den Propheten. Matthäus 27. Matthäus 27 lesen wir. Darf ich einmal ganz kurz lesen? Nein, du hast mir nicht geantwortet. Ja. Gott sagt in ihrem Bibel, nicht im Koran, Gott unsterblich. Aber ja, Jesus ist Gott, aber gestorben. Er ist auferstanden. Nein, er ist hinabgegangen und hat Gefangene mit sich geführt. In den Psalmen steht das schon geschrieben. In dem David hat das gesagt. Er ist hinabgestiegen und hat die Gefangenen, die da am Warten waren, heraufgeführt. Willst du, dass ich das lesen? Kann ich gerne machen. Wir lesen das. Gott stirbt nicht. Juden sagen das, die Christen sagen das auch, die Muslime fix. Sterben. Aber Jesus ist bei denen Gott, aber gestorben. Ins Totenreich gegangen. Sterben ist und auferstanden. Aber Gott stirbt nicht. Ja, ist ja auferstanden. Ja, wenn einer aufsteht, das heißt, er ist gestorben. Ja. Fleisch? Ja. Fleisch ist runter. Ist das Fleisch gehört zum Jesus? Das Fleisch ist Gott, gehört zum Jesus? Fleisch, guck mal, Jesus? Fleisch wird nicht das Reich Gottes erben. Fleisch war nur eine Hülle, um hier zu sein. Ist eine Hülle, um in Bazar, wie heißt das, Bazar? Barzach. Ist das Fleisch gehört zum Jesus? Bitte? Fleisch gehört zum Jesus? Hülle. Fleisch gehört zum Jesus? Wasser, warte, Wasser, das Wasser, die Plastik. Das wie die Christen, die wollen nicht antworten. Darf ich einmal? Guck mal, warte. Die Plastikflasche, gehört das zu Wasser? Nein. Aber ist dafür da, einen bestimmten Zweck zu erfüllen, nämlich, dass wir es trinken. Ganz genau. Wenn ich es jetzt raustrinke, dann ist das Wasser woanders. Also, ne, das ist, ne? Nein. Ich habe erwartet anderes. Ja, ich habe gar nichts erwartet. Sagt, Gott, aber ich bin nicht positiv überzeugt. Ich bin auch positiv. Ich habe was gelernt von dir, ehrlich zu sein. Ich Gott auch. Sagte, ich sterbe nicht. Ich bin unsterblich. Jesus ist Gott, gestorben. Widerspricht dich, klar. Sterben im Sinne von einmal tot sterbe nicht, und sterbe. Bis Jamal Kayim, dann ist weg. Sterbe. Genau, aber Jesus ist auferstanden. Wenn du das ist ein großer Unterschied. Bist du gestorben erst, Gott stirbt nicht. Wenn du aufstehst, das heißt, du bist gestorben. The first time you must die, and after is the waking. When you're waking, that means you are dying. And how? Du bist ein Mortal. Nein. Du bist ein toter Mensch. And how you can show das ist that you. England, ja. Nein, wie kannst du beweisen, dass du unsterblich bist, wenn nicht jemand dich probiert zu töten, oder? Genau. Nur so kannst du beweisen, dass du unsterblich bist. Nur so. Wie kannst du beweisen, wenn du jetzt oder ich behaupte oder irgendjemand behauptet, er ist unsterblich? Dann sagen wir, probieren wir mal aus und schießen. Bum, bum, bum. Und stirbt nicht. Aber fällt aber und steht Jesus, auf. Jesus warte, gestorben. Fällt und steht auf und sagt, hier bin ich, Habibi. Hier sind ich. Schon, Jesus ist Gott. Gott war in Christus mal, und versöhnte die Welt mit sich selbst. Warte mal, noch mal langsam. Jesus er versöhnte meinen Freund Hamdi mit Jesus sich. Halleluja. Gott sagte, ey Christen, ey Muslime, ey Juden, ich sterbe nicht. Jesus ist Gott gestorben. Und auferstanden. Halleluja. Er hat gezeigt, das ich bin der Lebendige. Ja, das heißt, er ist gestorben. Aber der und auferstanden. Aber widerspricht sich, oder? Nein. Aber weil Gott sagt in Timothy 1,16, ich bin der Einzige, der sterbe ich nicht. Und dann auf einmal stirbt, das heißt es nicht. Aber bleib mal beim Jesus Gottheit. Bis jetzt, Petro hat mir keine Beweise gegeben, dass Jesus Gott. Wir haben erstmal Beweise gegeben, dass Gott, in einem Baum oder durch einen Baum geredet hat. Also er hat die Schöpfung. Habe ich euch das erklärt, dass Gott mit Radio ein bisschen wankend, ne? Nein. Er hat ja auch von, wieso hat er nicht vom Himmel gesprochen, direkt? So wie bei Paulus. Beim Paulus, wer hat das gesagt? Da war Satan. Sagst du warum? Weil in Paulus die gleiche Geschichte widersprechen sich. In Apostelgeschichte 9, Apostelgeschichte glaube ich, 21, widerspricht sich. Einer sagt, haben Licht gesehen, haben nichts gehört. Der andere sagt, die haben nichts gehört, nicht gesehen, aber was gehört? Widersprechen sich. Da können wir nicht Paulus nehmen, weil Paulus ist sowieso, er widerspricht selber. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dein Gesetz zu verändern, sondern zu erfüllen. Keine Buchstabe von deinem Gesetz weggeht. Matthäus 5, 17 bis 21. Paulus, Epheser 2,
15 sagte Jesus, gekommen, das Gesetz zu vernichten. Wem soll man glauben hier, Paulus oder Jesus? Das Jesus Gesetz sagt, halt wegzunehmen, Gesetz. Weil sagte, das Gesetz uns verflucht. Abgeschaffen hat gesagt. Subhanallah, Allah gibt Gesetze. Ich kann Griechisch, um uns, leben, ich weiß, was da Gesetze. Steht. Und Paulus sagt, abgeschaffen. Ja, also, genau. Paulus widerspricht Jesus. Das sagt das. Das Problem ist, wir haben beide unsere Argumente. Er ist sehr fest, da bin ich sehr dankbar auch für. Ne? Aber rational, ne, können wir nachvollziehen, denke ich bis jetzt, ne, dass zu der damaligen Zeit der Islam geglaubt hat, ne, dass es zwei verschiedene Götter gab. Ne? Also der Allah, subhanahu wa ta'ala, wie die Muslime glauben, und dass die Christen geglaubt haben, Jesus ist Gott. Aber trotzdem sollen sie sagen, wir sind ein Gott, haben wir da. Ne? Das war aber hier gemeint, dass Allah ist der ein Gott und nicht Jesus. Genau. Weil in anderen Vers Gott sagte, wer sagt, Jesus ist Gott, ist ein Kafir, ist ein Gläubiger. Der zweite Punkt, und das ist mein Glaube, dass im Koran, Dankeschön, dass im Koran Spuren von der Wahrheit sind, so wie ihr glaubt, dass Spuren in der Bibel sind, glaube ich genau umgekehrt. Deswegen glaube ich, dass Teile von dieser Gottheit, die sich in der Schöpfung offenbart, auch in der Sure Al-Ankabut offenbart hat, dass er in dem Baum war. Das glaube ich. Der dritte Punkt ist, und das ist der größte Streitpunkt, den Muslime und Christen haben, aber ich liebe sie sehr, sie verehren Isa. Wunderbar, weiß ich, ich weiß, wenn einer Isa... Wir verehren ihm nicht, wir lieben ihn. Ja, verehren im Sinne Respekt, ne, das meine ich. Ne? Wenn einer über Isa was sagt, ich habe mehr Muslime gesehen, die ihn verteidigen, wie irgendwelche Österreicher, Schweizer. Von Islam. Oder irgendwo auf der Straße, wenn einer was sagt hier, dann sagst du, was soll das, das ist unser Prophet. Ne? Dennoch gibt es ein großes Problem, lieber Hamdi, ein ganz großes Problem. Ne? Ich möchte dich bitten, dass du mir da weiterhilfst. Du bist ja Arabisch, kennst du ja, gut, und genau. Ich habe jetzt nur was vorbereitet. Schau mal, im Koran, ne, wir haben ja den Koran, der ist ja 600, 700 ungefähr nach Christus, ne, 630 offenbart worden, ne, das wissen wir alles. Ne. Daraus geht auch hervor seine Kenntnis über Isa, ne, wie er glaubt, dass Isa ibn Mirjam, wer er ist, dass er nicht Gott ist, etc. pp., das alles. Aber es gab Christen vorher, arabisch sprechende Christen, wie auch unser Bruder aus Irak, Syrien, Libanon, Masri, ne, die auch Kirchen gehabt haben, die da auch eingraviert haben, an was sie geglaubt haben. Sie konnten auch Arabisch sprechen. Und du wirst in keiner christlichen Kirche, die älter ist wie der Koran oder christliche Schriften, wirst du diesen, du wirst in den christlichen Schriften nur diesen Namen finden. Da steht Yeshua al-Messi. Stimmt das? Jetzt kommen diese Moment. Yeshua ist nicht Jesus. Genau, Moment, ganz kurz. Lass mich einmal ganz kurz, dass du das auch erklärst. Das würde ich dir bitten. Genau. Im Koran steht dieser Name nicht einmal erwähnt. Du findest im Koran nur Isa ibn Mirjam, oder? Wenn du mir einmal zeigst im Koran, dass dieser Name da steht, Yesu al-Messi, dann glaube ich, dass wir über die gleichen Personen sprechen. Schau, er zerstört seine Religion. Yesu auf Arabisch, oder? Sag ihm, was ist eure Schrift? 6500 griechische Schrift. Was hat Jesus gesprochen? Aramäisch und Jüdisch. Ist der Aramäisch, steht Yesu? Steht nicht Yeshua, steht Yeshua. Yeshua, es wird gerettet auf Jüdisch. Genau, bedeutet. Ich habe das auch stehen. So, dann brauchst du mir nicht von mir verlangen, da steht Yeshua, weil ich verlange auch nicht von der Grieche, das muss steht Yeshua, steht Jesus. Nein, das meine ich ja. Und steht Christus. Nein, du hast mich falsch verstanden, Entschuldigung, war vielleicht missverstanden, was er jetzt gemeint hat. Die Araber, bevor es Islam gab, die haben nicht Isa gesagt, die haben in ihren Schriften Yeshua gesagt. Auf einmal wird eine andere Person. Und David heißt auch David. Ja, ja, das. Daoud. Ja, das heißt bei den arabischen Christen. Bei den arabischen Christen heißt gleich. Aber bei Isa und Yeshua ist ein anderer Name. Aber das ist nicht das einzigste Problem. Der zweite Punkt ist auch, wenn wir dann die Sure Al-Miriam nehmen, ne, weißt du, ne, Sure Miriam, die dann von der Mutter von Isa, nicht von Yeshua spricht, ne, ne, ganz genau, müssen wir differenzieren. Und das ist die gleiche Person. Nein. Wenn er sagt, das ist eine andere Person, Yeshua ist nicht Jesus, ist nicht. Du heißt Hamdi. Glauben. Du, ja. Was steht in deinem Pass? Ein Moment. Lukas heißt er nicht doch nicht Lukas. Matthäus heißt er nicht Matthäus. Auf andere Sprache. Isa, Yeshua, auf Arabisch ist Isa. Nein, das stimmt ganz nicht. Ganz normal. Oh ja. Nein, warum dann wahr. Petrus? Das ist nicht wahr. Petrus heißt Simon. Entschuldigung, ich möchte, Simon Kephas. Guck mal, ich möchte nie sagen, dass ein Mensch lügt. Ne? Oder, Ich glaube, du lügst nicht. Ich glaube nicht, dass du lügst. Ich glaube, das ist Unwissenheit. Das stimmt nicht. Wir haben Beweise, arabische Christen vor dem Islam, Schriften, wo Jesus Christus Yeshua heißt. Ne? Später im Islam wird eine andere Person erwähnt. Und dieser Isa ibn Mirjam. Also Arabisch ist nicht Arabisch. Nein. Dieser Isa ibn Mirjam hat auf einmal seine Mutter Mirjam
und hat den Bruder dieser Mutter in Sura 19, Ayat 28, ist Aaron. Aaron, Uchta Harun. Ja, und Uchta. Genau, ganz genau. Warum wird Aaron da erwähnt? Aaron war ein Prophet. Ein Prophet, ja? Aaron war der Bruder von Moses. Von Moses. Ganz genau. Und sie ist die Schwester von Mose und Aaron. In der weiteren Verlauf dieser Sura 19, ich glaube im 50. Ayat, steht sogar geschrieben, dass Aaron und Mose Brüder sind. Aber dann haben wir jetzt ein chronologisches. Entschuldigung. Fehler gemacht. Entschuldigung, ganz kurz. Mohammed, die Christen sind gekommen, sind der Ibn Mas'ud, sagte ja, Uchta Harun, oh Schwester von Aaron. Aha. Die Christen haben zu ihm gesagt, aber Maria, Harun ist der Bruder von Mose. Mhm. Was ist da los mit euch, die Muslime? Ibn Mas'ud, ich glaube, Ibn Mas'ud ist gegangen zu Mohammed, das gehört, dass die Christen sagen, das ist falsch. Hat ihm Mohammed ganz einfach geantwortet. Ich hoffe, dass Petrus das hörte. Mohammed sagte, dass die Juden früher nennen der Vorvorfahren, zum Beispiel meine Opa, ein Beispiel, meine Opa, meine Ur-Ur-Opa ist ein König. Die nennen mich durch meine Ur-Ur-Opa. Oh, Hamdi, der Sohn von Salah. Salah habe meine Ur-Ur-Ur-Vater. Maria hier gemeint, Uchta Harun, weil sie kommt von Harun-Linie. Von Harun-Linie, Leviten-Linie. Deswegen sprechen sie mit Respekt. Das ist ganz einfach geantwortet. Aber hoch zu, er sagt, verlangt von mir. Stimmt aber nicht ganz. Warum? Oh, 19. Ja. Sura 51. Ja, ja, ne? Ja, auch der Harun. Da sagt Harun, dass der Bruder von Musa ist. Nein, also die werden erwähnt ist der in dem gleichen. Von Musa. Genau. Aber der gleiche Harun, der in der 19. Sura. Das wäre sehr unlogisch. Ne? Nein, warum in der gleichen Sura der gleiche Harun, ne, erstmal als Bruder von Miriam betitelt wird und als so, Bruder von Musa. Ich erkläre das nochmal. Nee, das ist nicht schlüssig. Das ist keine. Moment, die Juden. Alles ein Tafsir, aber keine Erklärung. Nein. Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt zu ihm, warum die Christen sagen, auch der Harun ist falsch. Mohammed hat gesagt, wir nennen, die Juden nennen sich von den Vorfahren. Zum Beispiel, diese Antwort ist in der Bibel. Wir haben diesen Moment, Namen nicht im Koran. Bibel. Wir haben diesen Namen nicht im Koran, Jesus Christus. Und hier steht, Allah, das Bibel auf Arabisch. Ja. Allah, ja. Brauchst du mir nicht sagen. Aber kommen wieder zurück. Steht in Matthäus 1,1. Jesus der Sohn, Gott. Jesus der Sohn, Adam. Jesus der Sohn hat drei Väter. Der sagt, nein, weil er kommt von Adam. Maria, Uchta Harun, kommt von dieser Aber Jesus, Yeshua, genau nicht Isa. Das ist ganz wichtig. Wenn ich zur Polizei gehe und heute... Ja, du hast mich nicht verstanden. Wenn ich zur Polizei gehe ja? Und ich möchte erklären, ne, dass ich heute mit Hamdi gesprochen habe, dass ich heute mit Hamdi gesprochen habe und ich werde sagen, ich habe heute aber mit Ijob gesprochen. Und dann kommt noch raus, dass ich sage, das ist anderer... Hast du Geschwister auch? Ja. Ganz genau. Das sind aber auch andere Geschwister. Weißt du, weil wir haben den Stammraum, wir haben nämlich diese Miriam, die Mutter von Isa ist, das ist nämlich, wer ist das? Das ist die Tochter von Imran. Und wenn du die Tora studierst, weil die Juden, die sind bei Weitem viel besser wie die Aber Christen. Aber die Juden erklären das auch. Entschuldigung. Ja, wir nennen uns von der Linie. Lass mich einmal erklären. Zum Beispiel, ja, auch der Harun. Lass mich doch einmal erklären. Das heißt, du kommst von dieser Linie von Harun. Ja, lass mich doch einmal erklären. In Chroniken ist aufgelistet, die ganzen Stammbäume. Und da haben wir Imran, der im deutschen Übersetzung Amram heißt, ne, aber Amram. Und da erklärt er, wer seine Kinder sind. Mose, Aaron und Miriam. Er hat auch eine Tochter gehabt, klar, die Miriam ist. Ja, ne? Eine Miriam. Und das ist die Verwechslung, die große Verwechslung. Weil der Koran ist ein Lektionar, eine Rezitation. Von Allah, Allmächtig. Was ich glaube, von Teilen der Bibel, die anders interpretiert worden sind. Ne? Wir haben damals, wie du selber gesagt hast, arianische, ebionitische, falsche Christen gehabt, die sind alle nach Arabien gezogen und die haben sich ein eigenes Lektionar, eine eigene Theologie gegründet. Ich will keinen angreifen. Das sind historische Fakten. Weißt du, historische Fakten dürfen wir nicht, wenn wir über Gott sprechen, außer Acht lassen. Wir sind Männer im Glauben. Ich glaube auch alles, was geschrieben steht. Aber die Wahrheit ist etwas, was du beweisen kannst. Ne? Und wir haben Christen, die ersten Muslime, Entschuldigung, die haben Münzen mit Kreuzen gehabt. Ne? Haben wir, gibt es Beweise. Ne? Das muss man sich auch erklären. Warum? Weil vielleicht sich politisch etwas entwickelt hat. Ich habe deine Videos immer sehr gut verfolgt. Ich bin sehr dankbar, weißt du, dass Gott mir Gelegenheit gegeben hat, dein Denken und das Denken der Muslime zu verstehen. Weil ich euch sehr liebe. Weil Jesus für euch gestorben ist. Damit ihr Gnade habt, dieses Eid al-Kabir, was nächsten Monat, ne, ist gefeiert, oder? Inshallah. Genau, das weist auf Jesus Christus hin, das Lamm Gottes, das für die Menschen gestorben ist, für euch alle. Und ich bete vom ganzen Herzen. Aber die Entwicklung, die wir heute haben,
politisch. Wir haben viel Politik. Die Kirchen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Weißt du, da werden Menschen angebetet, Statuen angebetet. Der Islam ist auch nicht mehr das, was er war. Kommen wir wieder zurück. Ja, bin lieb. Danke. Ich dich auch. Kommen wir zurück. Sagt Jesus gestorben für eure Sünde. Der Bibel sagt, Gott stirbt nicht. Jesus ist Gott gestorben, das heißt nicht Gott. Er ist rein und wieder hoch. Auferstanden. Wenn Petrus Maria sagte, dass Jesus aufgestanden hat, hat gesagt, was redest du für Unsinn? Erste. Das ist Beweise von Bibel, nicht Koran. Dritte. Jesus sagte in Matthäus. Guten Appetit. Glaube ich, 8. Matthäus, Markus. Sacha er sagte zu Habibi. Ihm, dass ich werde sterben und. Jesus, Petrus nimmt Jesus und sagt zu ihm, was redest du für Unsinn? Warum? Weil die Juden glauben, dass der Messias wird nicht sterben. Zweitens. Das ist der zweite Beweis. Das heißt, die Jünger von Jesus hat nie geglaubt, dass Jesus wird sterben. Doch, doch. Da gibt es einen sogar Evangelium, aber das ist Apokrypha. Das ist auch vom Teufel. Vom Teufel, Apokrypha. Wo steht das Petrus, Evangelium Petrus, dass der Jesus nicht gestorben ist? Aber das ist Apokrypha. Das ist in den Koran mit eingeflossen. Entschuldigung, das nehme ich nicht an. Ja, das glaubst du. Keine Lehre. Ja, das glaubst du. Das glaubst du, weil da gibt es sogar Beweise von deiner Bibel, dass Jesus wieder zurück und isst mit seiner Jünger. Weil eine Mischung Seele, die Seele braucht nicht Nahrung. Warum soll er Jesus essen? Er ist leiblich auferstanden. Nein, das glaubst du. Weil Paulus, du widersprichst Paulus. Nein, Paulus sagte, wenn er stirbt leiblich, steht Seele auf. Und Jesus steht Seele und nicht leiblich. Nein, in der Kontext, den Paulus erklärt, ist was anderes. So wie der Baum nicht verbrannt ist, so ist der Leib auch unversehrt geblieben, weil Gott drin war. Wo Gott ist, wenn Gott in dir ist, durch den Heiligen Geist. Über seine Schöpfung. Gott über seine Schöpfung. Nein, wir haben gelesen im Koran nicht. So, unser Thema ist, der Heilige Geist, haben wir ein bisschen diskutiert. Nee. Der Heilige Geist haben wir diskutiert. Also ein bisschen, aber Thema war andere, ne? Ja, aber war andere. Okay, haben diskutiert jetzt der Heilige Geist, dann haben wir diskutiert der Gottheit Jesus, dann haben wir diskutiert Yeshua. Der ganz wichtige Name, der nicht im Koran steht. Der steht nicht im Koran. Deswegen kennt ihr nicht Jesus, den wahren Messias, der für euch gestorben ist. Aber Moment, und du kennst auch ihn nicht, warum? Weil Jesus heißt Yeshua und steht hier Yeshua. Ich lese. Aber die Griechen, steht Jesus. Ich bin Grieche. Ja, was steht? Ich kann auch Hebräisch. Was steht? Jesus. Ja, aber das von Anfang an. Aber der Name hat sich nicht geändert. In jeder griechischen Bibel hat sich nicht. Aber in Arabisch auf einmal. Jesus gesprochen Aramäisch. Deswegen steht Allah, Allah, Lama Sabachthani. Das ist Aramäisch. Lama, Lama Sabachthani. Warum hast du mich verlassen? Auf Arabisch, Ilahi, Ilahi, Lama Taraktani. Genau gleich wie Jesus. Aber ja, genau gleich. Aber der Name nicht. Moment. Jesus gesprochen Aramäisch. Und auf Aramäisch Jesus zügeln. Ist gut. Aramäisch ist, auf Französisch, Aramäisch steht Jesus, Jesu, Yeshua, auf Aramäisch, Yeshua. Aber beim Griechen steht Jesus. Aber Jesus war kein Grieche. Ihr habt nicht einmal Originalschrift. Doch, natürlich. Nein, habt ihr keine. Alle. Habt ihr nur Kopie von Kopie von Kopie. Erste Kopie ist P52. P, Papyrus, 52. P46 ist noch älter. Ja, Moment. Das ist von aber genau das gleiche habt ihr auch beim Islam. Nein. 600 Jahre später. Wo ist eine Kopie direkt aus der Zeitalter? Direkt haben wir. Wo? Haben wir. Von wo? In Herz von Allah sagt ja, wir auch. In deinem Herz, Mohammed, dein Koran ist in deinem Herz. Deswegen Koran, meine Tochter, Österreicherin, 100%, sie ist hier geboren. Sie kann Hälfte Koran auswendig, sie kann nicht einmal. Genau. Sie siehst, Allah Azza wa Jal erleichtert das auf unsere Zunge, dass wir das auswendig lernen. Erste, wir haben Koran in Sina. Wir Sana. Haben auch Buch, auch Koran. Mit dem Abweichen ein bisschen, grammatikalisch. Nein, sexy, ich erkläre dir das. Wenn wir kommen zum Grammatik, dann können die erklären. Du wirst sagen, tut mir leid, dass ich habe das gedacht. Ich kann dir das sagen. Aber die Christen, die haben nicht einmal die Sprache von Jesus. Stellt euch vor, Mohammed kommt, ein Prophet, spricht auf Arabisch. Und wir haben auf Russisch. Schrift, kannst du mir glauben? Du sagst, geh, hör auf. Mohammed gesprochen Arabisch, will arabische Schrift. Jesus gesprochen Aramäisch, ich hab keine Aramäisch. Darf ich erklären? Wir haben Aramäisch. Der ist Aramäer. Ja, ja. Wir haben viele Brüder, die können Aramäisch sprechen. Von Griechisch auf nein, wir haben die Peschita. Wir haben die Peschita, wir haben Schriften, das alles. Bruder, wieso verhält er sich so, als wäre Aramäisch eine sehr verbreitete Sprache auf dieser Welt? Dabei ist Aramäisch eine fast ausgestorbene Sprache. Ja, aber das Interessante, dass Jesus Aramäisch gesprochen hat, ist ein Jude, Aramäisch. Aber die haben das ganze Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben. Ja, eben. Aber das große Problem bei dieser These ist so,
dass Gott möchte, dass dann auf einmal alle Araber werden. Die müssen arabisch sein, sich arabisch kleiden. Das geht nicht. Gott hat damals die Sprache, die griechische Sprache genutzt, die heute wie Englisch ist, damit seine frohe Botschaft, dass die Menschen gerettet werden, über die ganze Welt geht. Über die ganze Welt, weißt du, und nicht nur die Araber. Weil der Koran selber sagt, dass erstmal gewarnt worden sind, die Araber, weil vorher überall Warner waren, weißt du, alle vorher wurden gewarnt. Was du redest, Petro, bitte, Entschuldigung, mit Respekt, es ist Fehler. Sollen wir aus dem Koran Allah sagen? Allah sagt im Koran, klar, Allah sagt, ich kann Koran sündig. Allah sagt im Koran, und wir Gott haben dich gesendet, nicht zu aller Menschheit warnen, aller Menschheit. Jesus sagt, alaihi salam, Isa sagte, ich bin nicht gesandt, nur zu verlorenen Schaf Israeliten. Jesus nicht für die Aramäer, nicht für die Griechen. Zu und später sagt er, Moment, ich bin noch in anderen Moment, Stall, habe ich noch andere Schafe. Ne? Schaf, nicht die Israeliten. Hälfte rausnehmen, halbe nur. Wahrheiten sind Lüge. Ah, Moment, ja, ja. Wahrheiten sind Lüge. Dann, halbe Wahrheit ist Lüge. Jesus sagt, ich bin nur gekommen zu den Juden. Und ich habe noch andere. Das Moment, da bestätigt das Koran. Weil ich kann, Entschuldigung, ich kann das nicht so stehen lassen, weil das steht in dem Wort Gottes. Nein, und wenn du nur ein bisschen nimmst und den Rest nicht erklärst, dann ist das halbe Wahrheit, dann bin ich ein bisschen traurig, ne? Bleib so. Schau, Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu verlorener Schaf, das Israeliten. Die kananitische Frau, sie ist eine Nicht-Christin. Eine Griechin, sagt, wie ich, ein Hund. Sagt zu ihm, bitte, bitte, Meister, helf ungläubiger Götzendiener, sagte, früher. Ein Hund. Gott beschimpft Leute Hund. Alle, der Koran sagt selber, die nicht glauben an den Koran, sind Hunde. Nein, Kuffar. Ja, ist das Gleiche, wie Hunde nein. draußen. Nein, Kuffar. Und Affen. Nein. Guck mal, das ist, ich bin nicht gekommen, hier zu sagen. Aber was deswegen, der Fakt ist. Ich mach das. Ja. Ich hab solche Leute, ich habe mit dem zu tun, keine Angst. Jesus sagt, ich bin gekommen nur zur verlorenen Schafe Israeliten. Bestätigt Koran, bestätigt Bibel, Neues Testament. Er sagt, dass aber widerspricht der ganzen Bibel. Aber nicht ganze Welt. Kein Jesus im Koran. Keine Bestätigung von den Sachen, die man essen soll. Also, Schwein wird verboten, ja, Kamel wird erlaubt, sag ich mal. Bitte? Bei euch auch. Die Speisegebote bringen uns nicht vor Gottes Gericht. Moment, oh ja. Warum? Weil die Jünger von Jesus zum Beispiel, haben die gehalten, den Gesetze. Apostelgeschichte 15, haben sie versammelt und haben die gesagt zum Paulus, Entschuldigung, ich muss das sagen, Paulus ist ein Heuchler. Warum? Weil Paulus hat ein Gesetz mit denen gemacht hat, dass die nicht essen, erwürgt, Blut, ersticktes. Ersticktes Blut und Fleisch für Götzendiener. Paulus geht nach seiner Reise und sagt, alle Fleisch sind erlaubt. Er lügt. Wenn Paulus zurück nach Jerusalem, Jakob, der Bruder von Jesus, sagt ihm, wir haben gehört, dass du predigst unter sie nicht Jude, dass die dürfen nicht beschnitten und die dürfen nicht mehr glauben an den Schlacht von den Tieren. Moment. An die Schlacht von den Tieren. Paulus sagt zu den anderen, die Ungläubigen, Jesus gestorben für eure Sünde. Und wir dürfen nicht mehr schlachten Tiere für unsere Sünde, wie die Juden machen. Paulus der Heilige. Moment bitte, und dann kannst du reden. Wenn Paulus zurück nach Jerusalem, Jakob hat zu ihm gesagt, du hast was anderes gedacht. Sagt er nein. Sagt ihm, wenn du die Wahrheit sagst, Paulus, komm, das ist ein Tier und schlacht das Tier für deine Sünde. Was hat gemacht nicht Paulus? Nicht für deine Sünde. Oh ja, für deine Gelübde. Und das ist der größte Fehler, das ist der größte Schock für die Christen. Die Christen sogar geben zu. Paulus nimmt die vier Leute mit ihm und schlachtet Tiere für seine Sünde. Aber Paulus predigt, Jesus gestorben für Sünde. Warum schlachtet ein Tier für seine Sünde? Darf ich erklären? Das heißt, Jesus glaubt nicht. Paulus glaubt nicht, dass Jesus gestorben für Sünde. Das sind Halbwahrheiten. Es gibt immer eine objektive Darstellung dessen. Ne? Paulus schreibt im Römerbrief, ne, das Gesetz ist nicht, er hebt das Gesetz, aber wir müssen erkennen, wozu ist das Gesetz da? Wozu sollten die denn überhaupt schlachten vorher, die Juden? Die sollten erkennen, dass irgendwann mal das richtige Opfer kommt. Die sollten immer, wenn sie eine Sünde getan, wenn sie was Schlechtes gemacht haben, um sich zu Gott zu nähern, ein Opfer bringen. So wie der gute Muslim, er wäscht, er betet, steht nachts auf, gibt ein Opfer von sich. Ne? Aber die Juden haben das wirklich praktisch gemacht, indem Blut geflossen ist. Aber ne? Nicht Opfer. Lass mich auch bitte auch. Du Mehl, lass mich doch Mehl bitte. Auch lass mich geben. Bitte. Genau, Levitikus 5, Mehl. Viele Sachen. Also nicht immer Blut. Und Paulus, ne? Paulus sagt, ne? Danach ist das richtige Opfer gekommen. Weil das waren alles Opfer, die gezeigt haben, dass Jesus Christus, der vollkommene Gott, Mensch, für die Menschen, die Sünden stirbt. Genau wie ihr als Muslime das Eid al-Kabir habt. Ihr habt das Schlachtfest, ne? Jedes Jahr sollt ihr das größte Fest, heißt es sogar. Eid al-Kabir heißt größte Fest, glaube ich, ne? Das größte, warum? Damit ihr denkt an ein Opfer, das Gott gibt, weil Gott hat diesem Propheten Ibrahim das Opfer gegeben. Und Gott hat selber, genau, Ibrahim, ne? Seinen Sohn Ibrahim gegeben. Ismail. Genau. Er hat seinen Sohn gegeben, ne? Seinen Sohn sollte er opfern, hat dafür ein Lamm gekriegt. Wo Jesus auf der Welt war, hat Johannes, der Prophet, gesagt, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünden nimmt.
Paulus sagt, ne, wir heben das Gesetz hoch, weil das Gesetz, die Gebote Gottes, die zeigen uns nur, dass wir Sünder sind. Wenn du zum Beispiel nicht lügen sollst, nicht Pornos gucken sollst, das und das und Homosexualität, das sind Zeichen, dass wir erkennen, dass wir schuldig sind vor Gott, dass wir ein Opfer brauchen vor Gott, dass wir irgendwas tun müssen. Merken, das haben wir in unserem Gewissen, hier diese Fitra, ne, das ist, zeigt uns, da fehlt irgendwas. Wir suchen Gott, wir sind getrennt von Gott. Und wir suchen das wahre Opfer und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das wahre Gottes. Ich bin nicht gewohnt, so in Kamera zu sprechen. Eid al-Kabir, der größte Fest für uns. Ich bin nicht gewohnt, in Kamera zu sprechen. Ja, ja. Ich will mich nicht im Mittelpunkt stellen. Deswegen. Dass er schlachtet seinen Sohn, alles Test für ihn. Mein Ibrahim hat gesagt, ja, Benni, ich sehe dich, dass ich dich schlachte. Sag, oh Vater, wenn das von Allah, mach das. Allah gibt ihm einen Alarm. Aber Allah hat gerettet Ismail, aber bei euch hat er umgebracht seinen Sohn. Achso, das ist Fehler, erster Fehler. Nein, ein Lamm gegeben. Ja, ja, hat ihn gerettet. Du bist auch Sohn Gottes, normal. Moment. Und Gott will dich retten. Du hast geredet, habe ich gehört. Ja, hörst ja, du jetzt. Entschuldigung. Also Allah will keine Blut. Allah will nicht Blut, weil der Bibel sagt, opfert nicht eure Kinder. Koran sagt, wenn die Frauen, früher die Araber bekommen eine Mädchen, töten sie. Wann Islam gekommen hat das verbieten. Jetzt Gott kommt und schlachtet seinen eigenen Sohn. Wenn du einen Fehler machst, wenn du stiehlst, Bank, der Richter werde dich in Gefängnis stecken und nicht deiner Vater und dein Jesus gestorben für uns. Das sind die größte Lüge. Wenn ich einen Fehler mache, ich bin verantwortlich, nicht Jesus. Zweitens, Paulus hier in der Apostelgeschichte, schau, ich gebe alles mit Beweise, ich rede nicht in Luft. In der Apostelgeschichte 15, Paulus, er macht eine Gesetze mit den Jungen. Der geht raus, die sagen ihm, geh predigen, der geht raus und der predigt was ganz anderes. Er predigt, dass die dürfen alles essen. In Römer 4,20 sagt er, alle Fleisch ist erlaubt. Also Paulus hier lügt über die Jungen. Wenn er zurück nach Jerusalem, der Junge, was steht in Apostelgeschichte? Jesus hat bestätigt. Aber in Markus? Was reinkommt, raus. Genau, ganz genau. Das ist die Speisegebote nicht dafür da waren, dass sie uns Sünde bringen. Aber das ist nicht Jesus, das ist Markus. Der Markus, der kennt nicht einmal Jesus. Aber egal. Wenn Markus sagt, bleiben wir mit. Wenn Paulus ist zurück, das ist wichtig und das ist eine Dorn bei den Christen. War Paulus zurück nach Jerusalem, er hat geschlachtet Tier. Aber er glaubt, dass wir dürfen nicht, wir müssen das erheben, diese Schlacht. Wir dürfen nicht mehr schlachten. Genau. Warum Paulus schlachtet dann seine Tiere? Genau, weil Jerusalem, das waren Juden. Die haben noch nicht erkannt, dass Jesus der Messias. Die haben ihn ja gekreuzigt. Ne? Die haben ihn gekreuzigt. Deswegen, er sagt zu ihnen, zu den anderen Prediger. Nein, kein Widerspruch. Du musst aber halten seine, nein, in seiner Botschaft. Nein, nein, nein. Er hat gepredigt. Hallo, ihr braucht keine Opfer mehr. Stellt euch vor, Jesus Muhammad war das Opfer. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt zu Araber und sagt, dann gibt es keinen Gott außer Allah. Dann geht zu Yaman, Yaman sind noch nicht Gläubiger. Der geht zu Yaman und sagt dann, weißt du was, ihr glaubt noch nicht Allah, Allah ist drei, passt schon. Es ist Kufur, oder? Das darf man nicht. Nein, das ist Wahrheit. Aber Paulus sagte, wir opfern nicht mehr, Jesus für uns geopfert. Und dann geht zurück und sagt, nein, ich habe das nicht gesagt. In Apostelgeschichte 21, liest euch, informiert euch, liebe Christen auch, liebe Muslime. Er schlachtet ein Tier, das heißt, er glaubt nicht an Jesus Kreuz. Und hier sogar nein, er glaubt. Hans Wunsch, glaube ich, das ist ein günstiger Hans Wunsch. Wir kennen keinen das Hans, ist ein Deutscher. Wir kennen Bibel. Das ist eine deutsche nicht Hans Wunsch. Aber du musst halten an die Gelehrten. Nee, ich muss dich halten. Ich muss an die Bibel halten. Die Gelehrten heutzutage, die sind Bibel in den Kirchen halten, und heiraten Männer, Männer. Die Männer, so. Männer heiraten. Meine Gelehrten. Meine Gelehrten sind nicht Hans Wurscht, wie heißt er? Hans Windisch. Hans Windisch und wie sie alle heißen. Meine Gelehrten sind die ersten Nachfolger Jesu Christi, die für ihren Glauben am Kreuze gestorben sind, die verbrannt worden sind in Rom. All das, das waren richtige Gläubige. Ja, so überzeugt, dass Jesus Gott ist. Doch, die waren alle. Nein. Habibi. Habe ich doch gerade gesagt. Umgekehrt, die Kirche hat verbrannt Leute, die gesagt haben, Jesus ist Gott. Nein. Bruder, stimmt es, dass die frühen Christen geglaubt haben, dass Jesus Gott war? Das stimmt nicht. Doch. Weil da gibt es sogar Sekten, die haben geglaubt, wie Marcioniten, haben geglaubt, zwei Götter. Ja? Gibt Kirchenvater, die haben und sind verbrannt und getötet, weil die nicht geglaubt an Jesus Gott. Weißt, es gibt so viele Eche, sogar der Paulus selber, er sagt, dass Jesus ist Mittler, weißt, zwischen Gott, das heißt, es ist nicht Gott. Und der ich glaube, 1. Korinther 15, Paulus sagt, am Ende wird Jesus alles zurück zu der Vater und der Vater, der Gott, der Erle, wird herrschen am Ende. Das steht alles in der Bibel. Die Kirche, was heute ist, ist weit. Wann das ist Gott, Wort der Bibel.
الجلال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لأجل